Wahrscheinlich habt ihr diesen Typen in Star Wars Die Dunkle Bedrohung bisher nur im Hintergrund gesehen. Yarael Pouf. Und wie soll ich das sagen? Dieser Typ ist so unheimlich, das ist unfassbar. Ich sage euch auch, warum. Fangen wir mit seinem Körperbau an. Er ist 2,5 Meter groß und hat 2 Gehirne. Eins ist in seinem Kopf, das zweite ist in seiner Brust. Dann hat er 2 Paar Arme. Ja, ihr fragt euch vielleicht, wie das sein kann, da man ihn normal nur mit einem Paar Arme sieht. Das zweite Paar Arme, das ein bisschen kleiner ist, hat er immer unter seiner Robe versteckt. Warum? Deshalb. Es geht weiter mit dem Fakt, dass er keine Wirbelsäule hat und das finde ich echt beunruhigend. Denn das bedeutet, dass er im Kampf unberechenbar war, da er sich auf unvorstellbar viele Arten verbiegen konnte. Ich stelle es mir aber auch ganz witzig vor. Okay, stellt euch vor, der Typ steht auf einem Feld. Es ist sehr windig und sein Körper flattert einfach so im Wind hin und her. Das ist schon saulustig. Stimmt's, Aaron? Ich glaube, jeder, der den Namen hat und das hier gerade guckt, fühlt sich gerade sehr angesprochen. Naja, egal. Was auch sehr gruselig ist, ist folgendes. Die Spezies der Quermianer wurde künstlich erschaffen. Sie war das Ergebnis eines Experiments von bösen Wissenschaftlern, die mit Xextos experimentiert haben. Diese Spezies ist so ähnlich, aber deutlich kleiner. Darüber hinaus hat er seine Geruchsdrüsen in seinen Händen. Hey, ich hab dir einen Kuchen gebacken. Cool, was für ein Geschmack. Rate. Kuchengeschmack. Richtig. Und das ist auch schon sehr beunruhigend. So, wir kommen jetzt zum absolut gruseligsten Faktor von Yarael Pouf. Der Jedi war ein Meister der Täuschung. Sein Fachgebiet waren Gedankentricks und Geistesillusionen. Nehmen wir zum Beispiel die Kampfmeditation. Hier kann ein Machtnutzer die Moral seiner Verbündeten stärken und die seiner Kontrahenten schwächen. Yarael Pouf macht das aber ein bisschen psychomäßig, indem er bei den Feinden Visionen von schrecklichen Monstern hervorruft, sie mit ihren Urängsten konfrontiert und sie dazu bringen kann zu denken, dass er unbesiegbar ist. Er kann auch dafür sorgen, dass seine Gegner Doppelgänger von ihm sehen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das schon extrem gruselig. Vor allem für einen Jedi. So, ich erzähle euch noch was Gruseliges, und zwar den Fakt, dass Sturmtruppen die ganze Zeit dafür gemobbt werden, dass sie nicht treffen können. Ich habe ein Video gemacht, das das Gegenteil beweist. Schaut es euch an, falls ihr Bock drauf habt. Josh, out.